Eine Diät ohne Jojo, das gibt es, die Hirschhausen-Diät. Ist nicht von mir, aber ich habe damit über 10 Kilo abgenommen und mein Gewicht gehalten. Wie? Man muss deinen Körperzellen wieder einheizen, ihnen beibringen, Fett zu verbrennen. Und das Signal dafür sind 16 Stunden ohne was zu essen. Das klingt erstmal hart, aber im Neandertal war es genau so. Wir haben nicht jeden Tag um 12.30 Uhr was zu essen gehabt. Das Mittagessen rannte noch vor uns 2 Tage her. Wenn es was gab, war es herrlich. Aber dazwischen gab es lange Pausen und natürlich viel Bewegung. Die Zellen brauchen dieses Zeichen. Und wie kriegt man 16 Stunden in den Alltag integriert? Nutzen Sie die Tatsache, dass Sie 8 Stunden sowieso nichts essen, im Schlaf. Geheimnis Nummer 1, vor dem Schlafen und nach dem Schlafen 4 Stunden Essenspause ranhängen, zack, kommt man auf 16 Stunden. Stunden zählen und nie mehr Kalorien. Sie dürfen essen, was Sie wollen, aber eben nicht die ganze Zeit. Geheimnis Nummer 2. Ja, man wird satt. Tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr können Sie essen, was Sie wollen. Und je nach Typus kann man die Zeit auch verschieben, nach vorne oder nach hinten. Finden Sie das, was für Ihren Körper und Ihren Lebensstil am besten passt. Geheimnis Nummer 3, das musst du auch nicht jeden Tag tun. Es reicht, wenn man zum Beispiel 2 solche Intervallfastentage in der Woche integriert. Aber eins ist klar, am Wochenende wird gefeiert. Da ist Pause von den Essenspausen. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. In diesem Sinne, guten Appetit und ein gutes Körpergefühl wünscht Ihnen Eckart von Hirschhausen.